Sehr verehrte Damen und Herren, erst einmal möchte ich mich ganz herzlich beim Doping-Opferhilfeverein bedanken, der mir die Gelegenheit gibt, jetzt beim Symposium zu Ehren von Herrn Franke meinen Vortrag zu halten. Ich muss sagen, dass ich jetzt ganz froh bin, dass wir eine kurze Unterbrechung haben, denn wir hatten jetzt eigentlich ein sehr ernstes Thema angeschnitten. Das ging jetzt schon um die Schäden, die durch Doping entstehen. Und Sie müssen mir quasi verzeihen, dass ich jetzt inhaltlich etwas seichtere Gewässer ansteuere. Es wurde auch der Titel mir nicht vorgegeben, sondern ich muss sagen, ich habe den Titel gelesen als Vorschlag und war hellauf begeistert und habe mir gesagt, ja, genau den Titel nehme ich. Und da ist von der Realitätsschau die Rede. Und da habe ich erstmal, muss ich zugeben, habe ich so geguckt, Mensch, was könnten das sein? Realitätsschau. Klar, Übersetzung aus dem Neudeutschen, Reality Show oder Reality TV. Es ist natürlich die Frage, was wissen wir überhaupt über Doping heutzutage? Ist es sinnvoll, da von einer Realitätsschau zu reden, wenn wir darüber sprechen gleich? Oder wäre es nicht viel besser zu sagen, es sind völlig unbekannte Gewässer, in die wir da steuern? Andererseits, es ist ja gerade bei diesen Realitätsshows so, das lebt ja davon, dass da noch was Unbekanntes schlummert, dass man das ganze Ausmaß nicht kennt und dass es natürlich etwas ist, was ethisch, moralisch verwerflich ist. Nun, was habe ich versucht jetzt draus zu machen? Ich möchte den Vortrag in drei Teile aufteilen. Der erste Teil, der geht mehr über die Gegenwart. Also was ist eigentlich jetzt momentan der Status quo? Wie können wir uns das vorstellen? Einmal in der Gesellschaft, aber auch im Spitzensport. Einmal mit eher Enhancement, einmal eher mit Doping. Und der zweite Teil, der soll eine kleine Perspektive geben, warum haben wir es eigentlich beim Doping im Spitzensport besonders mit so einer Situation zu tun, die sich zunehmend aggraviert, die fortzuschreiten scheint, wo man nicht beim Status quo bleibt, wo man natürlich immer extensiver, aber auch intensiver wird. Welche Beteiligung, Rolle könnte das Kontrollsystem spielen? Welche Trends der Entwicklung gibt es dort im Dopingbereich? Und der letzte Teil, den müssen Sie mir wieder verzeihen. Ich dachte mir, der Herr Franke ist ja auch Biologe. Der freut sich vielleicht, wenn ich hier auch etwas vom Sexbetrug des gemeinen Laubfrosches berichten werde und was das Ganze mit Doping zu tun haben könnte. Also sozusagen ein kleiner Ausblick, dass es doch vielleicht noch ganz lustig werden könnte. Nun, wie sieht das aus mit dem Dopen? Es gibt eine Definition, in Anführungsstrichen, die eigentlich eine Nicht-Definition ist, wenn Sie so wollen, im soziologischen Sinne schaffen wir es nicht, Doping zu definieren. Wir definieren Doping dann über eine Liste und sagen, alles, was auf dieser Liste auftaucht, ist einfach verboten. Das ist hinreichend konkret genug, so hofft man, um den Athleten klar zu sagen, das und jenes darfst du tun, das andere nicht. Populär betrachtet oder auf die Gesellschaft bezogen, macht eigentlich die Ausweitung dieses Doping-Begriffs nur begrenzt Sinn. Es ist schon besser, hier von Enhancement zu reden. Warum nicht einfach Medikamentenmissbrauch? Nun, es ist im Grunde so weit, dass auch Bodybuilder sich an den Stellen, wo die Steroide ihre Wirkung nicht entfalten, nämlich zum Beispiel an den Waden, Implantate setzen, um besser auszusehen. Das heißt, wir haben es durchaus auch mit der Anwendung von Methoden zu tun, um sich zu tunen oder zu dopen, zu enhancen. Deshalb also dieser neudeutsche Begriff. Hirndoping, ein gewisser Sonderfall, dem wir uns letztes Jahr vermehrt gewidmet haben, weil wir gemerkt haben, okay, ähnlich wie Doping in Fitnessstudios, also in einem Bereich betrieben wird, wo es überhaupt gar nicht um Hochleistung geht, sondern wirklich nur um die Verschönerung des Körpers im Wesentlichen, haben wir es mit Hirndoping auch in der Gesellschaft in einem Ausmaß zu tun, das wir durchaus als Breitenphänomen bezeichnen können. Ein paar Prävalenzen habe ich Ihnen mitgebracht, das sind jeweils Jahresprävalenzen.
also gar nicht mehr Lebenszeitprävalenzen für den Missbrauch der Substanzen. Nun zunächst ist es ja so, bei der Dopingdiskussion fällt schon auf, dass man manchmal denkt, ja, das ist wie im Hamsterrad, wenn man im Dopingkampf ist, da taucht doch alles so nach ein paar Jahrzehnten wieder auf. Ne? Zum Beispiel die Frage, ob es sowas gäbe wie Systemzwang zum Doping und dass man das eben aufklären müsste. Da muss ich zustimmen, also ich würde das auch sehr positiv sehen. Der Punkt ist, es ist natürlich soziologisch schon vor einiger Zeit recht gut aufgearbeitet worden, das Thema, und auch sehr schlüssig. Und es gibt jede Menge hervorragende Beiträge, die das Ganze aufgearbeitet, dokumentiert haben, wie es im Detail aussieht. Und natürlich auch, um für den heutigen Preisträger da nochmal explizit zu erwähnen, auch in der wissenschaftlichen Fachliteratur, gerade dort, es ist zwar sicher nicht das am besten zitierteste Paper von Herrn Franke, das sind die ganzen tumorbiologischen Arbeiten sicher wichtiger, aber wir haben es hier mit einer Publikation zu tun, für Wissenschaftler weltweit zu sehen, wo eben über das Dopingsystem in der DDR einmal ganz klar und offen gesprochen wird und eben auch die Politik mit in die Verantwortung genommen wird. Nun, das Dopingproblem, was können wir denn da tun, um es mal ein bisschen progressiv anzugehen, in dem Sinn, kann ich hier tätig werden oder macht es überhaupt gar keinen Sinn? Wenn man helfen will, Doping zu verhindern, müsste man sich ja erstmal klar sein, was Doping denn überhaupt der Art nach ist. Ist es eher eine Krankheit? Wird sehr gerne von den Verbänden so gesehen. Also man hat einzelne Erkrankte quasi, man pickt die da raus, man beseitigt die, man bekämpft das, man gibt Medikamente wie zum Beispiel 2-Jahres-Sperren und dann wird alles gut. Oder aber ist es ein anderes Szenario, was richtig ist, es ist eine hoch ansteckende Epidemie, die hier vonstatten geht. Es gibt Mechanismen, die dafür sorgen, dass es von einem Sportler zum anderen mehr oder weniger automatisch übergeht. Und die Szenarien der Prävention wären komplett andere und auch die Szenarien der Behandlung wären komplett andere. Sie kommen im zweiten Beispiel um den Seuchenschutz nicht drumherum. Also sprich, Sie müssen sich Gedanken machen, wie isoliere ich denn die Anteile, die im System sozusagen Doping propagieren oder Doping voranbringen? Wie identifiziere ich diese? Ja, das schon. Aber es ist viel mehr auf der Prävention der Hauptaugenmerk, weil man sich im Grunde sicher ist, sobald das mal abläuft und man das Ganze auch, ich sage mal so, nicht entschieden genug bekämpft. Und da ist schon ein kleines Zögern, ein kleiner Interessenskonflikt, den Verbände vielleicht haben, genug, um das Ganze wirkungslos zu machen. Ja? Um wirkungslos zu machen, dass man gegen eine Epidemie entscheidend vorangeht. Und wenn das der Fall ist, sind ganz andere Maßnahmen eben notwendig. Und schauen wir uns das mal an. Was wissen wir? Also im Grunde wissen wir über unsere Leistungsgesellschaft, wo ich jetzt mal sagen würde, da können wir gleich mal Leistung streichen. Es geht nicht um Top-Leistung. Es wird durch die Bank ein Enhancement betrieben. Das scheint, ich sage mal, so in unserer Gesellschaft verankert zu sein, wie eben auch Genussmittel, Missbrauch oder Gebrauch, um das mal neutral zu formulieren. Nun, wie stelle ich mir das vor mit der Leistung in Abhängigkeit von der Prävalenz von Doping? Ich muss sagen, momentan sieht es nach unseren Studien eher so aus, dass wir einen Bereich haben, der eher tendenziell sauberer ist als die durchschnittliche Bevölkerung. Dazu zählen durchaus Bereiche des Jugendsports und zwar auf höchstem Niveau oder aber auch die Eliteschulen des Sports. Wir hatten zwar gerade Eliteschulen des Sports im Osten im Gespräch. Ich kann nur sagen, wir haben diese Erhebung hier in Eliteschulen des Sports im Westen gemacht. Das stimmt, im Südwesten Deutschlands und hatten dort, ich sage mal so, Dopingquoten, bei denen ich sagen würde, in Anbetracht der Genauigkeit des Verfahrens liegen diese 2,9% ja, im Bereich von in etwa null. Ja. Also dort mag der ein oder andere mal Haschisch-Marihuana geraucht haben, obwohl er das als Leistungssportler nicht sollte
und dann vielleicht auch in unserem Fragebogen angekreuzt haben, ja, wir haben schon gedopt, ja. Es war wieder ein streng anonymisiertes Verfahren, aber ich würde das abtun als vergleichsweise geringe Prävalenz. Ganz anders sieht es im Hochleistungsbereich aus. Hier sind die Athleten auch bereit, das zuzugeben. Und es ist in gewisser Weise erschütternd, dass diese Arbeit noch nicht publiziert werden konnte, weil hier offensichtlich nach Angaben der New York Times, Interessen der Weltantidopingagentur oder aber auch des Internationalen Weltleichtathletikverbandes IAAF dem entgegenstehen. Nun, wenn wir uns das jetzt angucken, da gibt es so eine Art U-Kurve. Das ist jetzt hier kein Product Placement, sondern es war für mich sehr überraschend, dass das meiner Meinung nach ganz gut hinhaut. Wissen Sie, wir haben Leute in unserer Gesellschaft, die sind extrem leistungsschwach, denen geht es so schlecht, dass man sagen würde, Mensch, die brauchen vielleicht wirklich Dopingsubstanzen. Meistens bekommen die keine, weil nämlich die Nebenwirkungen und die Probleme, die Dopingsubstanzen erzeugen, ihre Erkrankungen im Grunde nur noch verschlimmern würden. Die bekommen überwiegend eine Schmerzmitteltherapie. Da ist also der Einsatz seltener. Es gibt dann den Bereich, sage ich mal, der sich einfach lupfen muss und möchte vielleicht, weil er wirklich leistungsschwach ist und weil es abzuwägen ist, ob man ihm solche Substanzen geben sollte und kann, damit die Leistung besser wird, im medizinischen Sinn wohlgemerkt. Nur so kommt diese Prävalenz zustande. Ja, und dann gibt es den durchschnittlichen Bereich, den unsere Gesellschaft überwiegend betrifft. Und dann natürlich bei extrem hoher Leistung und sicherlich auch begünstigend durch bestimmte, ja, ich sag mal, politische, aber auch Sozialstrukturgegebenheiten und natürlich ganz wesentlich auch durch die persönliche Entwicklung der Athleten, den Hochleistungsbereich. Nun, was lässt sich da belegen? Ich hatte ja schon gesagt, wenn wir jetzt mal gehen auf diesen Bereich der Kaderathleten, D-Kaderathleten jetzt, der im Durchschnitt 16-Jährigen, dann kann man sagen, die geben uns beispielsweise lieber zu, dass sie Haschisch-Marihuana, illegale Drogen konsumieren, als dass sie uns den Dopingkonsum zugeben. Wir müssen schon ein sehr anonymisiertes Verfahren verwenden und dann sehen Sie schon, naja, auf die Frage, ob Sie dopen, geben Sie jetzt tatsächlich das eher zu, während wir hier in dieser Fitnessszene haben wir wenig Unrechtsbewusstsein, wenn Sie so wollen, dementsprechend auch, egal ob Sie jetzt einen normalen anonymen Fragebogen verwenden oder diese etwas ausgefeiltere Populationsstatistik, Sie landen hier eben bei Leuten, die das ehrlich zugeben. Das dreht sich dann im illegalen Drogenbereich komplett um. Ne? Da sind eher die Leute im Fitnessstudio vorsichtiger, weil sie sagen, es könnte sich ja hier um eine Straftat handeln. Nun, was machen wir damit? Also reicht uns das? Eigentlich nicht. Wir wollen natürlich, wenn es möglich ist, Doping auch analytisch erfassen. Darüber werden wir auch gleich von Mario Tewes sicher noch mehr hören. Und auch klar davon hören, wo es Erfolge gibt und man sehr gut in dem Bereich unterwegs ist. Klar ist, die Biotechnologie schreitet voran. Wir hätten momentan Schlüsseltechnologien in der Hand, die uns viel besser als bisher ermöglichen würden, in den Körper des Athleten hineinzusehen und sicherlich auf längere Frist dann auch Nachweismethoden zu entwickeln. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass diese einfache Input-Output-Relation eigentlich das ist, was überwiegend im Anti-Doping-Kampf verwendet wird. Ein Beispiel wären die Blutpässe, wo man sagen kann, okay, ich habe einen gewissen Input, das kann Training sein, das kann ein Höhenaufenthalt sein, das kann aber auch die Blutmanipulation sein und in der Folge habe ich einen Output, nämlich einen Blutwert, der so unnatürlich ist, dass er aus einer Population absolut heraussticht. Nun, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz klar ist, aber auf den zweiten Blick für einen Leistungsphysiologen logisch plausibel, nämlich dass, wenn Sie jetzt sagen, im Spitzenbereich Ausdauer, Blutwerte stechen statistisch signifikant heraus, dann können Sie genauso gut sagen, ich gucke mir den Leistungssportler an und sage, seine Leistungswerte stechen statistisch betrachtet abnorm heraus. Das ist fast dasselbe. Warum? Weil nämlich die genetische Absonderheit von Athleten im Blutbildungssystem maßgeblich zu ihrem Talent hinzugehört.
Zu behaupten oder zu sagen oder auch als Forscher zu etablieren, dass es Grenzwerte gibt, bei denen man sicher ausschließen kann, dass diese bei Athleten auf natürliche Art und Weise erreicht werden, ist fast unmöglich. Ja. Man wird sich offen und ehrlich darüber unterhalten müssen, wenn wir solche Input-Output-Relationen einsetzen, wie viel Prozent der Athleten wir zu Unrecht verdächtigen oder eventuell sogar zu Unrecht sperren. Das ist keine Frage. Und da muss dann leider tatsächlich meiner Meinung nach nachgebessert werden, denn ich habe nirgendwo gelesen, dass Athleten, wenn sie im Blutpasssystem unterwegs sind, darüber aufgeklärt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie falsch positive Befunde erhalten können. Ja, jeder, der irgendwo bei einer medizinischen Studie teilnimmt, ja, der Material von sich abgibt, der invasiv in seinen Körper hineinschauen lässt, wird über so manches aufgeklärt, also was da im Rahmen der Blutabnahme passieren kann, schlimme Sachen wie blaue Flecken. Ja, dass hier jemand berufsunfähig gestempelt wird möglicherweise, weil die Analytik halt einfach jeden Zehnten vielleicht falsch positiv testet, wer weiß das so genau, das wird dem Athleten nicht verraten. Wir wissen es nicht. Gut, schauen wir uns nochmal Input-Output-Relationen an. Gibt es interessante Dinge? Und zwar ist das hier der Verlauf der 20 weltbesten 5000-Meter-Läufer mit ihren Leistungen im Jahr. Jeweils hier von 1976 sehen Sie, also da gab es ja einige Errungenschaften, Erfindung der Tatanbahnen, Ganzkörperanzüge, damit man windschlüpfriger wird. Ne? Es hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Dann gibt es hier den Absturz an dieser Stelle und hier sehen Sie zwei interessante Huppel. Ich will das Ganze mal beschriften. Das erste ist schon hinlänglich bekannt, das war die Markteinführung von EPO. Und der erste Hubbel, der hier kommt, der ist spannend, denn das war die Einführung vom EPO-Test, und zwar erste Generation. Und hier hinten haben Sie den zweiten Hubbel, das ist die Markteinführung von Erythropoietin der zweiten Generation. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, was ich da für einen Verdacht habe, wenn ich mir diese Graphen angucke. Ich sage es vielleicht am besten gar nicht, das können Sie sich selber überlegen. Ja? Ja, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn das so aussieht, ja, und auch, ich sage mal, mit die tollsten Errungenschaften im Anti-Doping-Kampf eine Halbwertszeit von 2,5 Jahre haben, dann müssen wir uns natürlich auch gewaltig was überlegen, weil damit können wir den Sportlern nicht essentiell helfen. Das wäre zumindest leider mein Fazit. Da scheint es ja Mechanismen zu geben, die sehr schnell gegenagieren. Es gibt Gegenbeispiele. Also hier sehen Sie die Entwicklung der Kugelstoßweiten der Frauen. Da gibt es den Anstieg hier, diese 10 sehr verdächtigen Jahre, die auch in den Bereich der Athletenzeit ihrer Frau, Herr Franke, fallen. Die hat es da sicherlich nicht leicht gehabt. Also das ist eine explosive Entwicklung, will ich mal sagen. Und dann haben wir hier hinten eine Stagnationsphase auf sehr hohem Niveau und mit der Einführung von Trainingskontrollen tatsächlich ein Absinken dieser durchschnittlichen Leistung. Ich muss mal sagen, auch da bin ich ein bisschen pessimistisch. Es ist so, wir sind ja nicht wieder auf dem Ausgangsniveau hier zurückgelandet. Ich würde auch behaupten, dass man auch damals schon einiges über das Kugelstoßen gewusst hat und über Trainingsmethoden diesbezüglich. Das Problem ist sicherlich, dass andere Substanzen einiges auch ersetzen könnten in so einem Fall. Das nächste Problem ist, was sich hier sicherlich auch dokumentiert, die Körpermasse, die reine Muskelmasse ist sicher etwas, was in der Steroid-Ära völlig im Vordergrund stand und das fällt hier nicht mehr ins Gewicht. Und diese extreme Variabilität, die wir hier hatten, ist ebenfalls inzwischen geglättet. Aber dass die Leute nicht mehr so schnellkräftig werden, wären wie früher, das ist ein Gerücht. Auch Trainingskontrollen haben diese interessante Entwicklung auf der linken Seite nicht verhindern können. Seit der Markteinführung von IGF-1 in den Vereinigten Staaten befinden sich die 100 Meter Bestwerte der 20 besten Läufer eigentlich im freien Absturz. Ja. Und da ist auch wieder eine beängstigende Assoziation gegeben. Ob es wirklich IGF-1 ist oder nicht, bin ich mir nicht sicher, weil dummerweise natürlich so viele unterschiedliche Substanzen zu der Zeit auch schon auf den Markt gekommen sind, dass man sagen muss, schwer
schwer einzuschätzen. Ich weiß, also wenn Mario Tewes nichts drüber sagt, also er hat einen Nachweis auch auf IGF-1 entwickelt. Allerdings muss man halt auch sagen, hier haben wir es mit einer sehr humanen Variante von IGF-1 seit 2005 etwa zu tun. Und die ist sehr, sehr schwer nachweisbar, leider. Nun, was können wir über die Kontrollen sagen? Wenn wir jetzt schon diese Leistungsdaten sehen, dann müssen wir uns ja fragen, bringt uns denn dieser Anti-Doping-Kampf mit den zigtausend Kontrollen so viel? Sie sehen hier eine Analyse von einer, ja, ich sag mal, Spielergewerkschaft oder Athletengewerkschaft, die vertreten Sportler, wenn Sie so wollen. Nun ist es so, die hatten sich von den Anti-Doping-Agenturen Daten kommen lassen zu ihren Ergebnisbilanzen, nämlich wie viele Wettkampfkontrollen wurden durchgeführt, wie viele Dopingverstöße offengelegt, beziehungsweise hier sind es Anti-Doping-Rule-Violations, das ist die Vorstufe der Sperre. Das ist auch so etwas, was mich immer stört, wenn ich es in der Presse lese. Da lese ich von 1% der Proben werden auffällig in der Analytik oder 1% der Sportler gesperrt. Das stimmt natürlich nicht. Ja, das sind die positiven Proben, bei denen wir dann danach kontrollieren müssten, okay, hat der Athlet eine Ausnahmegenehmigung gehabt? Ist er positiv geworden auf dieses Asthmamittel, weil er das angegeben hatte? Und dann rechnen Sie all die Fälle raus. Und bei wie viel Prozent landen Sie dann? Die Zahl wird Ihnen nicht mitgeteilt. Ja, sie wäre auf jeden Fall weit, weit, weit unter dem 1%-Niveau im weltweiten Vergleich. Und jetzt kommt das Interessante. 1% für alle Tests, aber hier haben Sie ein Verhältnis, 14 Mal mehr Athleten werden positiv getestet im Wettkampf als im Training. Werden Sie sich vielleicht auch fragen, Mensch, alle Welt verkauft uns die Trainingskontrollen als die Wunderwaffe im Kampf gegen Doping, was ist denn da los? Und können wir es Athleten zumuten, diese ganzen Whereabouts auszufüllen, entsprechend Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte zu erfahren, dafür, dass man jetzt nochmal 14 Mal ineffektiver ist mit den Trainingskontrollen als mit den Wettkampfkontrollen? Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Nun gucken wir uns das mal an. Also wir haben dann selber versucht, an Daten ranzukommen. Das war eine Odyssee. Ganz vorbildlich war die deutsche NADA. Da kriegen Sie wirklich alle Daten präsentiert. Die sind sauber aufgelistet und Sie können auch noch genau nachgucken, auf was wurde hier positiv getestet und sogar noch wann und welcher Verband und solche Geschichten. Das gibt es weltweit sonst praktisch nicht nochmal. Ja. Wir haben ein großes Problem gehabt, von diesen über 140 Agenturen überhaupt einen nennenswerten Teil zusammenzubekommen. Ich glaube, von kurz unter 40 Agenturen haben wir dann Daten bekommen. Rein theoretisch, nach dem WADA-Code müssen die Daten öffentlich gemacht werden. Österreich weigert sich ganz offiziell. Ich habe mit einem Vertreter der österreichischen NADA gesprochen, sagte zu mir, ja, das geht nur das Ministerium in Österreich was an. Wir legen diese Daten nicht offen. Ja, das ist ein Verstoß gegen den WADA-Code. Rein theoretisch dürften, wenn man es streng ausliest, die österreichischen Sportler in Sotschi gar nicht starten. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon wissen. Also ich glaube, die Gefahr, die besteht nicht, Frau Dublitzer. Also, dass Sie da großartig tätig würden, ist... Ja, das mag eine Rolle spielen, ja. Aber ich denke, die Österreicher sind sehr beliebt im Wintersport. Es würde mich schon arg wundern, wenn da was passiert, Herr Franke. Ja, unbedingt. Ja. Ja. Sie haben zum Beispiel richtige Strafurteile. Ja, haben wir ja noch gar nicht. Bei uns sind ja voll akademisch Verantwortliche, wie die Freiburger Genossen. Ja, denen ist ja nichts passiert. Einer hat eine ganz kleine Summe zahlen müssen, war alles raus. Hat nur nicht mal ein Strafbefehl ist gekommen. In Österreich hat es mehrere Urteile gegeben. Die bekanntesten, die eine Marathonläuferin läuft gerade wieder, glaube ich, oder sowas. Also sie haben reihenweise, aber ja, und sperren auch. Ja. Also die Österreicher haben dann ganz plötzlich etwas getan dabei. Und zwar mehr, das kann ich jetzt sagen, für die, als Deutschland. Ja.
Also das würde ich aber auch bekräftigen wollen. Da muss man unterscheiden zwischen der Anti-Doping-Agentur in Österreich und tatsächlich der gerichtlichen Aufarbeitung dieser Fälle. Ich denke, da so weit können wir differenzieren. Was interessant ist, also wir hatten dann eine Quote, die war nicht 14:1, aber die war 4,3:1. Also mehr als viermal effektiver sind Wettkampfkontrollen. Jetzt schockiert einen das, wenn man sich da vielleicht nicht so genau auskennt. Wenn man sich auskennt, weiß man, es gibt ja bestimmte Substanzen, die sind nur im Wettkampf verboten. Könnte es an denen liegen? Nun, traurig ist, wenn Sie diese Liste durchgehen und einfach mal alle Substanzen, die tatsächlich nur im Wettkampf verboten sind, rauspicken und dann schauen, wie viel Prozent der positiven Fälle weltweit macht das aus. Dann sind das nur 26,5%. Wenn Sie jetzt also 1 und 1 zusammenzählen und sich überlegen, wie kann es sein, dass bei etwa gleicher Anzahl von Wettkampf- und Trainingskontrollen die Trainingskontrollen derart ineffektiv sind, dann ist es sicherlich nicht dieser kleine Anteil an Substanzen, die tatsächlich nur im Wettkampf verboten sind, der zu dieser Differenz führt. Da muss es andere Mechanismen geben. Und da muss ich sagen, ist es an der Zeit, dass tatsächlich auch der Anti-Doping-Bereich in der Lage sein muss, seine Daten aufzuarbeiten, zu schauen, sind wir überhaupt noch Code-compliant oder dürfen wir uns ausschließen? Ob man dann Athleten ausschließen sollte, ist die andere Frage. Aber da geht es eigentlich mehr um die Organisation. Kann man eigentlich an die Organisationen rankommen und hier auch mal Sanktionen den Organisationen gegenüber bewerkstelligen? Und das andere ist natürlich, wir bewegen uns hier im Promille-Bereich. Und jetzt frage ich Sie mal, weiß es zufällig jemand unter Ihnen, der beste medizinische Labortest, den wir haben, der sicherste, der am wenigsten falsch positive Ergebnisse bringt, das ist der HIV-Test. Jetzt schätzen Sie mal, von 10.000 Getesteten, wie viel sind falsch positiv? Und zwar im ersten Test. Es gibt sozusagen einen Screening-Test und einen Bestätigungstest. Der erste Test ist schon sehr aufwendig. Ich würde mal sagen, von der Qualität her zu vergleichen mit einer Doping-Analytik. 3 bis 10 von 10.000 Fällen sind falsch positiv. So, das macht in etwa einen Prozentsatz wie diese 0,18% hier hinten. Dementsprechend, wenn wir das jetzt mal analog übertragen würden, angenommen, die Doping-Analytik ist auch nicht besser als der weltweit beste medizinische zugelassene Test, dann sind alle Fälle, die wir in Trainingskontrollen haben, falsch positive Fälle. So, und da kann man sich dann natürlich hinstellen und sagen, als Anti-Doping-Bereich ist mir egal, ich muss das ja nicht offenlegen. Ja? Nein, stimmt nicht. Klar, es gibt Laborkontrollen. Nur was passiert, wenn der Fehler gar nicht im Labor passiert? Für Tests in der Medizin gilt, ab der Annahme beim Patienten, und das wäre in dem Fall der Sportler, bis hin zum Schluss zum Ergebnisprotokoll, was rausgekommen ist, das ist die komplette Kette, Chain of Custody, die muss gesichert sein und da muss sichergestellt sein, dass keine Falschpositiven entstehen können. So, und ich habe keine Zahlen irgendwo gefunden, wo im Anti-Doping-Bereich mal sauber gezeigt wurde, so und so sieht es aus, so und so viel Prozent Falschpositive haben wir, mit denen müssen wir leben, Schluss, aus, fertig. Ja, und ein Athlet hat, wenn er ein Berufsverbot bekommt, das Recht, meiner Meinung nach, das zu erfahren. Das ist meine Privatauffassung. Ja, können Sie jetzt sagen, nö, ist mir doch egal, für einen effektiven Anti-Doping-Kampf okay. Dann würde ich entgegnen, okay, und wo ist der effektive Anti-Doping-Kampf? Kann man dafür vielleicht mal Daten auf den Tisch legen? Ja, kann man. Wenn man zum Beispiel die USADA fragt, wenn man Gerichtsprozessakten durchgeht, wenn man schaut, wer alles verurteilt wurde, wie Herr Franke gerade gesagt hat, in Österreich, ja, kann man. Ja, das Problem, was wir haben, ist durchaus ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also wir können theoretisch extrem viel nachweisen. Das stimmt. Praktisch ist es so, dass wir selbst Sachen wie EPO noch nicht optimal nachweisen können, dass sie bei Testosteron so geschickt manipulieren könnten, wenn sie sich auskennen, dass man es ebenfalls nicht nachweisen kann.
Da müssen Sie nur wissen, wie Sie es synthetisiert bekommen oder wo Sie es synthetisiert bekommen und wie Sie das Epitestosteron gleich noch in ähnlicher Weise synthetisiert bekommen und sich das noch mitspritzen und in welchen Dosen und so weiter und so fort. Man muss hier keine Dopinganleitung geben, weil das Ganze können Sie auch in der Fachliteratur nachlesen. Jetzt kann man noch hoffen, dass die Athleten kein Englisch können oder aber die Betreuer vor allem der Athleten nicht. Darauf würde ich allerdings nicht hoffen. So, und das geht jetzt gleich noch so durch die Bank weiter. Also selbst Extremfälle wie Gendoping, da stehen wir theoretisch vielleicht gar nicht schlecht da. Werde ich gleich nur kurz noch was dazu zeigen. Nur, das Problem ist einfach, wir kriegen es immer wieder mit einem Märchen zu tun. Warum? Nun, Sie können auch Ihre potentesten Verfahren und auch die analytischen Möglichkeiten nicht einsetzen, wenn es dafür kein ausreichendes Geld gibt. Jetzt muss man sagen, für die reine Testdurchführung, wo Sie ja gerade die Erfolgsquoten gesehen haben, gibt es schon einiges an Geld. 350 Millionen. Und die Weltantidopingagentur fragt sich in einem kritischen Dossier, sehr selbstkritisch, wenn Sie mich fragen, ja, wird denn damit sauber gearbeitet? Und die sagt, die Analytik ist überwiegend sauber. Wo wir das Problem haben, die Analytik lässt sich nämlich auch kontrollieren. Die können Sie verblindet kontrollieren. Schicken Sie zu Herrn Tewes was hin. Er analysiert es Ihnen. Sie können schauen, was er gefunden hat. Nur, wer kontrolliert eigentlich den ganzen Rest? Wann werden Tests angesetzt? Wer setzt die Tests an? Und warum? Wer? Wie oft getestet wird? Geht es intelligent oder geht es gar nicht intelligent? Gibt es Doping nur im Ausdauersport oder gibt es auch in Ballsportarten? Schwierig. Gibt es überhaupt Hochrisikosportarten? Kann es nicht sein, dass im Curling noch viel wilder gedopt wird als im Skilanglauf? Ja? Ja, wenn Sie mich fragen, ich meine einseitige Bewegung, ja, das haben wir, das sehen wir jetzt beim Baseball. Früher habe ich mich immer gefragt, ja, beim Baseball, wer will denn da dopen? Ja, wozu soll das gut sein? Ja, schmeißen Sie mal einen Ball mit 100 km/h flach übers Terrain. Ja, das ist eine derartig einseitige Belastung, dass die Leute da anfangen, Steroide zu nehmen, teilweise zur Verletzungsprophylaxe, aber auch zur Verletzungsbewältigung, kann man irgendwo verstehen. Ja, das heißt, wir haben es auch damit zu tun, wenn wir mit Wattebällchen auf Sportler werfen, die möglicherweise durch ein hochpotentes Dopingsystem unterstützt werden, dass wir leider im Anti-Doping-Bereich nicht viel erreichen, außer dass wir die Situation aggravieren. Da sehen Sie schon, deshalb bin ich eben auch so ein Befürworter der Gesetzgebung und tatsächlich auch des Durchgreifens per Gesetzes und der Kontrolle in dem Bereich. Denn ich glaube nicht, dass wir es sozusagen auf dem analytischen Weg alleine schaffen können. Zu beeindruckend sind auch manche Input-Output-Relationen und da wird natürlich dann auch der Hobbyathlet hellhörig. Was machen wir in der Sportwissenschaft? Wir schauen uns so Merkmale an und füttern damit Computer. No, und entwickeln dann Handlungsempfehlungen, die sind immer schnell entwickelt, gerade wenn es um extreme Leistungen geht. Nur, wenn wir dann mal genauer hingucken, dann sehen Sie, die Kriterien waren zum Beispiel hier, was sticht hervor, offener Schnürsenkel, ausgefahrene Landeklappen, gedrehter Kopf. Ja. Dann kommt dann eine bestimmte Zeit zum Schluss raus und was Sie sehen, der Hobbybereich, der macht es mehr oder weniger nach. Ja. Also sehen hier bei dem, ist eigentlich beeindruckend, wie er es umsetzt. Also der hat auch dieses Problem hier, ist sogar noch der linke Fuß, ja, er wollte es 1:1 kopieren, den Kopf hat er verdreht, die Landeklappen ausgefahren. Und wenn Sie ganz genau hingucken, das ist für mich als Sportmediziner, da bin ich auch präventiv unterwegs und versuche die alle zu überzeugen, nicht gleich die volle Distanz zu rennen. Auch bei ihm sieht man schon die ersten Symptome. Wir müssen uns nur noch fragen, wann das Problem mit dem Fuß kommt und die Landeklappen völlig ausfahren. Ja, nun, das Ganze ist natürlich begünstigt durch ein Umfeld, was entsprechend hier noch helfend und unterstützend wirksam wird. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, wo wir helfen wollen als Sportmediziner, große Probleme dieser Input-Output-Relation. Sie haben vielleicht schon gehört, dass man neuerdings gar keinen S-Zug mehr schwimmt beim Schwimmen. Das ist ja schon beeindruckend. Es gibt Tierchen im Tierreich, die schwimmen ebenfalls keinen S-Zug. Die können das gar nicht. Ne? Also die haben aufgrund ihrer Anatomie lediglich die Fähigkeit, glatt durchzuziehen, wie dieses Mäuschen. Und die gehen in aller Regel unter, es sei denn, sie werden von einem Prinz gerettet, ja, der daherkommt. Und ansonsten ist eben leider das Schicksal der Maus, dass es untergeht. Und das nutzen wir in der Wissenschaft.
Also wir haben dann diese Mäuschen im Wasser, lassen die schwimmen, bis sie untergehen. Ja, die werden dann natürlich gerettet. Ja. Und es ist nur so, wir sind ja keine Sadisten, aber wobei, so ein bisschen neugierig sind wir schon. Und die Neugier in der Wissenschaft, die treibt natürlich auch seltsame Blüten. Also es gibt einen Kollegen, der hat ein Experiment gemacht, der hat sich gesagt, also dieses arme Mäuschen geht da immer unter in dieser Wasserschale, das kann es ja wohl nicht sein, ne? So unfit, ohne Esszug, schwierig. Und der hat Gen genommen für diesen Wachstumsfaktor IGF-1, den wir im Zusammenhang mit dem Sprint schon mal hatten, hat den in ein Virus gepackt, hat das Virus in die Muskulatur der Maus gespritzt. Daraufhin hat die Maus in der Muskulatur dieses IGF-1 freigesetzt und das Ergebnis war tatsächlich, diese Maus lacht sich tot. Die geht nicht mehr unter. Sie schmeißen diese Mäuse ins Wasser und der Forscher hat jetzt ein neues Testsystem entwickelt. Der erzeugt jetzt Wellenbäder, weil er sonst nämlich die Leistungsfähigkeit seiner Mäuse nicht mehr testen kann. Also die hat doch, das ist wirklich wahr. Ich habe es selbst live gesehen. Es ist sozusagen, die müssen jetzt durch Wellenbäder schwimmen, damit die überhaupt noch belastet sind. Also da geht technisch einiges, kann ich Ihnen sagen. Das hier sind die Hämatokritwerte eines Affen. Normal hat ein Affe einen Hämatokrit von 35, der liegt unter unserem. Sie sehen, man kann den auf 50 einstellen, wenn man möchte. Ja, und das über Jahre hinweg. Das hier ist die Zeit in Jahren. Wie wird es gemacht? Nun, sehr trickreich. Man vermittelt das Epo-Gen mit Hilfe eines Virus an die Muskulatur des Affen. Und dieses Epo-Gen wird nur dann aktiviert, wenn der Affe ein harmloses Antibiotikum mit der Nahrung bekommt. Und hier sehen Sie, wenn man das Antibiotikum gibt, dann schnellt der Epo-Wert bei dem Affen hoch und der Affe entwickelt einen steigenden Hämatokrit. Das heißt, das Ganze ist hocheffektiv und der Affe braucht sein Leben lang kein Epo mehr, um diese hohen Hämatokrit-Werte zu erreichen. Er schluckt nur ein harmloses Reiseantibiotikum und ist somit in der Lage, sich hier gezielt auf seinen Hämatokrit für die Olympischen Spiele einzustellen. So, und wenn Sie mich fragen, diese Technologie, 2005 wurde es publiziert, der Affe lebt übrigens immer noch in Philadelphia, der ist ziemlich alt für einen Affen inzwischen schon, und das Experiment wurde 97 begonnen. Ja. So sieht es technisch aus, und das ist das, was Herr Springstein wollte, er wollte Repoxy gehen, das ist ein nicht ganz so ausgefeiltes, aber ähnliches Konstrukt, das es auch damals schon gab zu Testzwecken. Ja, und wie Herr Franke schon erwähnt hat, er wurde dann ja auch mit Hilfe von dem Deutschen Leichtathletikverband Trainer des Jahres 2002, obwohl etliches an Dopingproblemen aufgetaucht ist. Nun, Gendoping, solche Gentransfergeschichten können Sie im Prinzip schon nachweisen. Es ist nur so, dass Sie selbstverständlich nicht alles abdecken können, was rein theoretisch gemacht werden könnte. Sie bekommen hier also ganz ähnliche Probleme wie in den restlichen Bereichen der Dopinganalytik. Athleten werden, wenn sie irgendwann mal wissen, was zu tun ist, versuchen, diesen Test umgehen. Das ist zwangsläufig so. Und da die Athleten, die auf hohem Niveau dopen, eh schon medizinisch extrem gut beraten sind, müssen wir befürchten, dass auch das hier irgendwann greifen wird. Vielleicht kann diese Technik noch nicht überall bereitgestellt werden, aber wir befürchten, dass es irgendwann so sein wird. Und hier sehen Sie ein Ergebnis von einem Gentransfer, den die Kollegen in Tübingen in der Onkologie durchgeführt haben, mit einem Gefäßwachstumsfaktor. Und das waren unsere Tiere, bei denen wir zeigen wollten, dass wir diesen Gentransfer dann nachweisen können und dass wir den auch noch über Wochen hinweg nachweisen können. Das hat geklappt, aber was für mich wirklich schockierend war, ist, Sie sehen hier vielleicht um die Injektionsstelle herum, hatten wir die Mäuse 4 Wochen zuvor rasiert. Die sind hier betäubt übrigens, ja, also die liegen hier in der Narkose drin. Und also diese Stellen hier, die sind bei den gentechnisch behandelten Tieren fast weg, bis auf dieses Tier 9. Wir haben zuerst gedacht, bei dem Tier 9 hat vielleicht der Gentransfer nicht geklappt. Haben das überprüft, das Tier hatte aber einen effektiven Gentransfer und hat auch diesen Gefäßwachstumsfaktor, den wir da vermittelt haben, exprimiert. Aber aus irgendeinem Grund hat das Haarwachstum hier keine Sprünge genommen. Nur,
Was wir natürlich nicht wollten, war das Haarwachstum fördern bei diesen Tieren. Eigentlich ist das ein Gendoping-Verfahren, was rein theoretisch, so unsere Befürchtung, demnächst eingesetzt wird, weil sie im Grunde die Gefäßversorgung der Muskulatur momentan durch Dopingmittel noch nicht steigern können. Sie können alles Mögliche machen. Sie können sozusagen ihre Blutvolumen verändern. Sie können die Muskulatur stärken und ausdauernder machen, aber sie können nicht die Gefäße auch noch mitwuchern lassen im gleichen Ausmaß. Und da ist die Befürchtung, das werden Athleten einsetzen, wenn sie es in die Finger bekommen. Aber wir erkennen sie dann womöglich am Haarwachstum. Ja, also so verrückt das ist. Nun gut, man kann auch eine positive Seite der ganzen Forschung abgewinnen. Wir konnten dann auch zeigen, dass man einen Gentransfer nachweisen kann bei Patienten, die Krebs entwickelt hatten aufgrund des Gentransfers und dann behandelt werden mussten. Und es ist auch so, wenn die Patienten erfolgreich behandelt wurden, also das hier, was hell aufleuchtet, ist das Zeichen, das, was da war und hier, dass es dann weg ist. Und in dem Fall war das gut, dass es weg war. Die wurden mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt, damit der Krebs verschwindet. Und damit war dann auch der Gentransfer beseitigt. Bedeutet aber auch, sie können einen einmal stattgehabten genetischen Eingriff auch wieder rückgängig machen. Rein theoretisch möglich, nur extrem aufwendig und ungesund. Jetzt möchte ich aber auch langsam zum Ende kommen. Herr Franke, ich wollte auch noch auf die Biologie zu sprechen kommen. Ich fand es immer auffällig, dass wir da, wenn wir im Hobbybereich Analysen gemacht haben, mit 16% Dopern rauslaufen. Und da ist mir ein altes Paper in die Hände gefallen, und zwar vom Sexbetrug des Laubfrosches. Es gibt ganz fiese Genossen unter den Laubfröschen, während die einen halt laut quaken und das teilweise 90 Minuten müssen sie es im Schnitt durchhalten, bis ein Weibchen mal vorbeikommt, ja. Aber die quaken da aus Inbrunst und der liegt einfach nur im Gras und schläft. Oder stellt sich zumindest schlafend. Was passiert natürlich, wenn das Weibchen kommt? Ist dieser Frosch hier gut ausgeruht und springt aufs Weibchen drauf. Ja, sehr unerfreulich. Und jetzt raten Sie mal, da haben sich wirklich Forscher über Wochen hinweg an Teiche gelegt und es genau beobachtet. Und der Prozentsatz an solchen Männchen, die dieses Betrugsverhalten an den Tag legen, liegt ziemlich genau bei 16%. Das wurde auch von anderen Studien bestätigt. Also ich sag mal so, das Interessante ist, wenn Sie jetzt in der Biologie gehen, das war ein ganz wichtiges Paper in Science publiziert, ich bringe Ihnen hier keinen Ramsch mit, 1978 schon. Und dann hat man festgestellt, es stimmt, Herr Franke, Sie wissen das, aber guter Ramsch in Teilen. Also hier die Kampfläufer, beispielsweise die Seeelefanten. Ja, es gibt viele Tiere, die genau so ähnliches Verhalten an den Tag legen. Es gibt auch Satellitenfische. Nun, die Frage ist natürlich, wie sieht es bei uns aus? Ja? Und ist so Betrugsverhalten vielleicht doch ein bisschen immanent in unserer Leistungsgesellschaft? Das können wir überspringen. Das ist im Prinzip, das hatten wir schon angesprochen, das Fiese ist natürlich das Alter der Hochleistungssportler 14 bis 40. Sie sehen schon auch am minderjährigen Bereich, dass es doppelt hart hier tatsächlich dann das Wunder zu vollbringen, ja, ethisch, moralisch auf dem Niveau zu wandeln und gleichzeitig sich in diesem Umfeld zu bewegen, in diesem Laubfroschumfeld. Und jetzt noch zum Schluss, um es mit den alten Griechen zu sagen. Was sagen die alten Griechen zur Leistung? Ein Aristoien kai hyperochon emenai alon. Nun, ich hatte das dann so schmalspurmäßig übersetzt. Wozu hat man mich damit in der Schule gequält? Und da kam dann raus, also bei mir, ja, genau, dann kam für mich raus, also immer herrschen und den anderen voranschreiten oder vorstehen. Das ist eine fiese Übersetzung. Und irgendwie, die angelsächsischen Universitäten übersetzen das netter. Die sagen immer hervorragend und besser sein als die anderen. So, also das ist natürlich nichts so scheiße als zweiter Platz, wäre eine moderne Interpretation der ganzen Geschichte. Aber interessant ist, die wirklich sehr gute Übersetzung Ihres ehemaligen Heidelberger Kollegen, Herr Franke, ein verarmter Enkel eines freigelassenen Leibeigenen, Herr Johann Heinrich Voss, der sagt, aber Hippolochos zeugte mich, ihn rühm ich als Vater, dieser sandt in Troja mich her und ermahnte mich sorgsam, immer der Erste zu sein und vorzustreben vor anderen. Und jetzt kommt's, hier in der Schlachtreihe.
Sprich, was dieser Aristokrat seinen Sohn auf den Weg gegeben hat, war, pass auf, Junge, wenn es in den Krieg geht, ja, dann bist du als Aristokrat der Erste, der voranschreitet, der sich abstechen lässt. Du bist der Erste, der sozusagen alles einsetzt, alles riskiert, alles wagt und dann womöglich mit dem Höchsten bezahlt, was wir haben, nämlich deinem Leben. So, und das ist natürlich brutal. Das ist schon fast eine Leistungsphysiologie, wie Sie sie im Hochleistungssport antreffen können. Und die Frage ist natürlich, machen wir das jetzt mit oder ohne Doping? Und wie wird das in Zukunft aussehen? Und diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Und deshalb bedanke ich mich herzlich bei Ihnen und ich weiß, ich habe ein bisschen überzogen und bitte das zu entschuldigen.